Herzlich willkommen zur Zeit im Bild 2. Der erbitterte Kampf um die ukrainische Stadt Bachmut geht weiter. Praktisch umzingelt habe man die Stadt, sagt der Chef der russischen Truppen. Unterdessen besucht der deutsche Kanzler Scholz US-Präsident Biden. Live im Studio ist Oberst Berthold Sandner vom österreichischen Bundesheer. Preistreiber. Die Teuerung bleibt auch im Februar auf extrem hohem Niveau. Wohnen und der tägliche Einkauf werden immer öfter unleistbar. Dazu ein Gespräch mit Inflationsexperten Josef Baumgartner. Farbenspiele. In 2 Tagen wählt Kärnten einen neuen Landtag. Gleich 8 Parteien treten landesweit an. Es ist ein brutaler Kampf, nicht selten verglichen mit den Abnutzungsschlachten des Ersten Weltkriegs. Seit Monaten kämpfen russische und ukrainische Truppen um die Kontrolle der Stadt Bachmut im Donbass. Nur noch eine Straße sei unter ukrainischer Kontrolle, die Stadt praktisch umzingelt. Das sagt der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Behauptungen aber nicht. Die Ukraine spricht davon, dass die Stadt von 3 Seiten bedrängt werde und man weitere russische Angriffe abgewehrt habe. Man brauche aber auch weitere Waffenlieferungen. Die USA haben heute weitere Militärhilfen in der Höhe von 400 Millionen Dollar angekündigt. Und die Unterstützung für die Ukraine ist wohl auch ein wesentliches Thema bei einem vertraulichen Besuch des deutschen Kanzlers Olaf Scholz in diesen Minuten bei US-Präsident Joe Biden. Marisi Engelmeier. Gleichklang im Oval Office. US-Präsident Joe Biden und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz geben sich betont vertraut, wollen sie doch als starke Allianz im Ukraine-Krieg auftreten. Ich will dir danken, Olaf, für deine starke und beständige Führung. Ich meine das ehrlich, es hat einen riesigen Unterschied gemacht. Bei ihrem nur einstündigen Termin wollen sie vor allem die weiteren Hilfslieferungen an die Ukraine besprechen. Ich glaube, es ist jetzt wichtig zu zeigen, dass wir die Ukraine weiter unterstützen, solange es auch notwendig sein mag. Das hört man in der Ukraine sicherlich gerne, denn die Lage an der Front ist zunehmend prekär. Die umkämpfte Stadt Bachmut liegt im Visier der russischen Soldaten. Die wiederum sind das Ziel dieser ukrainischen Scharfschützen. Diese Männer müssen ihre Arbeit gut machen. Heute Abend gehen sie an die Front in Bachmut, an einen der wichtigsten Punkte unserer Verteidigung. Dass es nicht mehr viel zu verteidigen gibt, das sagt heute der Chef der berüchtigten Söldnergruppe Wagner. Die Wagner-Einheiten haben Bachmut praktisch umzingelt. Die Beißzange schließt sich. Die ukrainische Armee hingegen behauptet, in den vergangenen 24 Stunden knapp 85 russische Angriffe in dem Gebiet abgewehrt zu haben. Unabhängig lässt sich die Situation dort nicht überprüfen. Dass sich die Schlinge um Bachmut aber immer weiter zuzieht, erkennt man auch daran. Die letzten Versorgungswege sogar westlich von Bachmut sollen heute von russischen Truppen gesprengt worden sein. Ob an der Front oder im Wohnzimmer, sicher ist in der Ukraine niemand. Schon wieder ist ein Wohnhaus in Saporischschja zum Ziel der russischen Raketen geworden. Für einige Bewohner kommt jede Hilfe zu spät. In der Ukraine wird wohl nicht zum letzten Mal aufgeräumt. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Oberst Berthold Sandner von der Landesverteidigungsakademie des Bundesheeres. Schönen guten Abend. Guten Abend, bitte. Herr Oberst Sandner, Russland will Bachmut umzingelt haben und sind die ukrainischen Truppen bereits am Rückzug. Jetzt lässt sich das aus Wien schwer überprüfen. Was sind denn Ihre Informationen? Was stimmt denn nun? Nun, so wie im Bericht bereits angesprochen, es gibt schon einige Indikatoren, die darauf deuten, das Zerstören von Brücken, aber auch das Zurücknehmen von ukrainischen Kräften, die Ukrainer, die offensichtlich westlich von Bachmut auf den Höhen, einige Kilometer westlich, neue Verteidigungsstellungen errichten, das sind schon sehr, sehr starke Indikatoren dafür, dass sich diese russische Schlinge zurzeit wirklich schon ziemlich eng zusammenzieht. Jetzt wurde ja in Bachmut viele Wochen und Monate gekämpft. Wie wichtig ist diese Stadt denn tatsächlich für den Kriegsverlauf? Wie strategisch bedeutend ist sie? Man könnte das aus einer strategisch-politischen und aus einer militärstrategischen Sicht beleuchten. Strategisch-politisch kann man natürlich sagen, Wladimir Putin hat letzten April nach dem gescheiterten Blitzkrieg die Devise ausgegeben, den Donbass zu befreien. Man hat ihn politisch widerrechtlich angeschlossen, aber militärisch noch immer nicht. Und Bachmut ist ein weiterer Schritt in die Tiefe des Donbass. Das könnte man politisch sagen. Von ukrainischer Seite wiederum
ähnlich wie in Mariupol oder in diesen schwer auszusprechenden Städten Severodonetsk letztes Jahr, wo man wirklich kämpft und wo Präsident Selenskyj vorgibt, keinen Zentimeter mehr Ukraine hergeben. Und von militärstrategischer Seite muss man von Russland zwei Sachen jetzt sehen. Einerseits natürlich das Umsetzen dieser politischen Ziele, aber auf der anderen Seite möglichst viele ukrainische Kräfte in dem Raum zu binden, um zu verhindern, dass insbesondere im Westen der Ukraine Personal zusammengeführt wird, Material zusammengeführt wird, um dort Offensivfähigkeiten für eine mögliche Gegenoffensive im Mai, Juni herzustellen. Aber jetzt ist Bachmut ja de facto nur noch eine Geisterstadt. 70.000 Menschen haben dort gewohnt, wenige Tausend sind dort noch übrig. Also politisch hat Wladimir Putin damit ja wenig gewonnen, denn es sind ja, ist ja kaum Bevölkerung dort, militärisch, wenn ich Ihnen zuhöre, aber auch nicht besonders viel. Nein, Sie sprechen das ganz richtig an. Ja, also dieser ganze Donbass ist in Wirklichkeit ein entvölkertes, völlig zerstörtes Land. Es ist eine Mondlandschaft. Sie haben die Bilder gezeigt und wenn man sich das anschaut, wo die Russen Schritt für Schritt drüber gegangen sind, das sind einfach komplett zerstörte Landschaften, komplett zerstörte Städte. Sehen wir hier jetzt bereits die lange erwarteten Frühjahrsoffensiven von beiden Seiten? Von ukrainischer Seite noch nicht. Da wird es wohl noch länger dauern, bis neues Personal mobil gemacht ist, bis westliche Waffen zulaufen. Auf russischer Seite hat die sicher begonnen. Man darf sich aber auch nicht täuschen lassen. Man darf nicht nur auf den Donbass schauen. Die Russen führen im Süden Verstärkungen zu, führen im Norden Verstärkungen zu. Es sind auch offensichtlich noch nicht alle Kräfte von dieser Mobilmachung im September eingesetzt. Also man muss schon auch ein bisschen ein Auge drauf haben, wo die Russen sonst noch vorgehen können. Die russische Offensive hat aber sicherlich begonnen. Wir haben es auch gesehen, der Westen diskutiert weiter, welche Waffen weiter an die Ukraine geliefert werden sollen, wie man die Ukraine am besten unterstützt. Wo fehlt es denn der Ukraine zurzeit und wie groß ist denn der Bedarf der Ukraine tatsächlich? Man könnte sagen, der Ukraine fehlt es an allem. Ja. Es geht darum, ständig das nachzuschieben, was täglich verbraucht wird. Und jetzt könnte man sagen, bevor noch diese Panzer kommen, jetzt momentan Luftverteidigungsfähigkeiten, Luftverteidigungskapazitäten, um sich gegen Raketen, Drohnenangriffe zu wehren, aber auch gegen Fliegerangriffe zu wehren. Und das große Thema ist Munition, vor allem Munition, Artilleriemunition. Das ist wirklich der dringendste Bedarf, den die Ukraine zurzeit hat. Warum ist gerade ein Munition so ein Mangel? Auch dieses neue 400 Millionen Dollar Paket der USA besteht vor allem aus Munition. Warum? Es sind dort so ungeheure Verbräuche, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ja, es wurde das bei der Münchner Sicherheitskonferenz thematisiert, wo ich glaube, die estnische Regierungschefin gesagt hat, man verschießt dort mehr, als Europa in einem Jahr produzieren kann. Ganz so wird es nicht sein, aber die Dimensionen sind gewaltig. Und in den USA ist man dazu übergegangen, man will den die Kapazitäten zur Munitionsproduktion verfünffachen. Ja. Die EU-Kommission sagt, man will erleichterte Verfahren machen, um Munition zu beschaffen, ähnlich wie in der Corona-Pandemie. Also Munition ist wirklich ein Thema und man sieht jetzt, dass in Europa kaum Bestände mehr da sind, auch in den USA, und dass die industriellen Kapazitäten weder in den USA noch in Europa dazu ausgelegt sind, solche Massen zu produzieren, wie in der Ukraine an einem Tag verschossen wird. Auf der anderen Seite hat Russland ja ein ähnliches Problem. Wladimir Putin hat die Rüstungsindustrie dort bereits auf Krieg umgestellt, Waffen und Munition aufgestockt. Ist er für dieses Frühjahr besser gerüstet? Was das Unmittelbare jetzt betrifft, könnte man sagen, dass ein leichter Vorteil auf russischer Seite ist. Man hat jetzt in einer gewissen Weise ein wenig die Initiative, was die Offensivfähigkeiten betrifft. Man hat, Sie haben es richtig angesprochen, man hat schon vor einiger Zeit auf Kriegswirtschaft umgestellt. Man hatte relativ große Lager, aber auch die russischen Bestände sind ähnlich. Herr Oberst-Santner, vielen Dank für den Besuch im Studio und diese Analyse. Bitte gerne. Und damit nach Österreich, wo die Teuerung auf einem extrem hohen Niveau verharrt. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria erreicht die Inflation im Februar 11%, nur 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert vom Jänner, dem höchsten seit 1952. Vor allem Nahrungsmittel, die Energie und die Gastronomie seien die Preistreiber gewesen, heißt es von der Statistik Austria. Aber auch das Wohnen wird für viele kaum mehr leistbar. Harald Jungertmeier und Johannes Ruprecht berichten. Einst war Mieten hier am Mitterweg in Innsbruck noch richtig günstig. Davon ist heute keine Rede mehr. Geheizt wird mit Gas, die Kosten haben sich vervierfacht. Auch die Mieten am Mitterweg sind explodiert. Manche Bewohner können es sich mittlerweile nicht mehr leisten. Vor Weihnachten, praktisch im Dezember 2020, ist die Miete um 30% gestiegen, bei mir persönlich. Und bei anderen Mietern seien das weit über 40%. Nicht? Ich persönlich geht sich das gerade und gerade noch aus. Viele stehen eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand. Wir haben 1100 gezahlt voriges Jahr noch im Dezember und jetzt sind wir auf 1400. Der Mann verdient nicht ganz 1700 inzwischen, ein bisschen Erhöhung kriegt und 1400 haben wir Miete. Also da braucht man glaube ich nicht viel mehr weiterreden, oder?
Einige zahlen nicht mehr die neue, erhöhte Miete, sondern nur noch den früheren Betrag von vor der Teuerung. Theoretisch drohen ihnen damit Delogierungen. Die Wohnbaugenossenschaft will das, so heißt es dort, möglichst verhindern. Man verweist auf Gespräche mit dem Land Tirol. Die Wohnanlage in Innsbruck ist kein Einzelfall. Die steigenden Kosten für Wohnen und Haushaltsenergie bringen immer mehr Menschen in ganz Österreich in finanzielle Turbulenzen. Die Arbeiterkammer bekommt derzeit deswegen so viele Anfragen wie noch nie. Ja, das geht also sicher breit in die Mittelschicht hinein. Und gerade Personen, die wahrscheinlich dachten, sie wären abgesichert, also beispielsweise auch Pensionistinnen und Pensionisten, die ja sozusagen ein fixes Einkommen haben und jetzt aber mit massiven Teuerungen bei den Heizkosten und oder Mietkosten konfrontiert sind, also da gibt es große Probleme. Um gerade beim Thema Mieten die Teuerung abzufedern, hat die Regierung zuletzt eine Mietpreisbremse diskutiert. Die Umsetzung ist aber vorerst gescheitert. Schon im April droht daher eine massive Erhöhung der Richtwertmieten. Wenn diese Erhöhung kommt, dann heißt das für fast 400.000 Mietverträge eben plus 9%. Und das wird bei Hunderttausenden Betroffenen gröbere Probleme verursachen. Es werden ja nicht nur die Mieten immer teurer, sondern das alltägliche Leben generell. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt den Ökonomen und Inflationsexperten Josef Baumgartner vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Baumgartner, seit Monaten ist die Inflation bereits zweistellig. Warum hält sich die Teuerung so hartnäckig? Insbesondere in Österreich ist die Inflation noch stärker angestiegen als in der Eurozone. Und da sind Effekte, die auch über die Maßnahmen, die letztes Jahr getroffen wurden, um die Haushalte zu unterstützen, die haben dazu beigetragen, dass auch die Nachfrage bei uns stärker war. Wir hatten ein Wirtschaftswachstum von über 5% und die Arbeitslosigkeit ist deutlich zurückgegangen. Aber das hat auch einen Beitrag geleistet, dass die Inflation nachfragegetrieben stärker angezogen hat. Das heißt, die Regierungshilfen haben indirekt auch die Inflation befeuert? Ja, insbesondere in einer Situation, so wie wir das letztes Jahr hatten, wo wir Angebotsbeschränkungen hatten. Wir hatten diese sehr hohen Preise bei den Rohstoffen, wir hatten die Lieferverzögerungen, wir hatten Mangel an Materialien und Arbeitskräften. Das heißt, die Unternehmen hätten eigentlich viel mehr produzieren können, als sie dann tatsächlich konnten. Aber die Nachfrage war sehr stark und das hat auch einen gewissen Inflationsbeitrag geleistet. Und da kommt auch dieses Maßnahmenbündel zum Tragen. Österreich hat hier stärker die Einkommen gestützt, sozusagen die Auswirkungen der Teuerung. In anderen europäischen Ländern ist stärker auf die Inflation selber, auf die Preise eingegriffen worden. Und damit ist diese Lücke, insbesondere bei der sogenannten Kerninflation, das sind die Waren und Dienstleistungen, ein Teilkorb des gesamten Verbraucherpreisindex, stärker angestiegen seit der Jahresmitte in Österreich, als das in der Eurozone der Fall war. Es stellt sich natürlich die Frage, wie lange geht das noch so weiter? Also wir erwarten sozusagen, dass jetzt im März schon erste Rückgänge passieren sollten, weil wir hatten letztes Jahr unmittelbar nach dem Ukraine-Krieg bei den Treibstoffen, beim Heizöl, sehr deutliche Preissteigerungen. Erinnern wir uns, der Diesel hat dann über 2 Euro gekostet. Aktuell sind wir bei ungefähr 1,65 in der Gegend, 1,70 maximal. Das heißt, da sind wir deutlich drunter und damit ist der Inflationsbeitrag aus den Mineralölprodukten wahrscheinlich sehr niedrig, vielleicht sogar schon negativ und das sollte die Inflationsrate dämpfen. Aber es gibt auch einige Bereiche, wo es noch Preissteigerungen geben wird. Die Verbund hat zum Beispiel angekündigt, dass er beim Strom sozusagen erhöhen wird. Auch in der Osthälfte in Österreich, Wien Energie und EVN werden für ihre Bestandskunden wahrscheinlich mit 1. April noch einmal ihre Tarife für Strom und Gas erhöhen. Aber wie kann das sein? Der Gaspreis ist ja gesunken. Wie können die dann nochmal den Gaspreis erhöhen? Ja, sie orientieren sich am sogenannten österreichischen Gas- bzw. österreichischen Strompreisindex. Der nimmt im Prinzip die Werte von den europäischen Großmärkten her, aber der wird sozusagen die Grundlage, die jetzt die EVN und auch Wien Energie verwenden oder eigentlich fast alle österreichischen Energieversorger, das ist ein 12-monatiger gleitender Durchschnitt. Das heißt, da werden die monatlichen Werte über die letzten 12 Monate ein Mittel gebildet.
Und da hatten wir eben auch die ganz hohen Preissteigerungen letztes Jahr im August, September, die dann noch in diesen 12-Monats-Bereich hineinfallen. Und wir hatten die letzten Preisanpassungen in der Osthälfte mit September. Und da war die Grundlage der August, Juli, August letzten Jahres. Ja? Und da wurde wieder dieser 12-Monat sozusagen die letzten. Das heißt, Gas und Strom wird noch einmal teurer. Da würde ich erwarten, dass es da noch mal Tariferhöhungen für die Bestandskunden gibt. Anderes Thema, wo auch noch Preissteigerungen drohen, über das bereits heftig politisch diskutiert wird. Im April werden die Richtwertmieten erhöht um 8,6%, so es nicht eine politische Einigung gibt, das noch irgendwie anders zu lösen. Wird das auch die Inflation weiter befeuern? Ja, das hat hauptsächlich sozusagen eher soziale Auswirkungen für die Menschen, bei denen tatsächlich die Mieten so stark ansteigen und vor allem die geringe Einkommen haben. Wenn man jetzt nur die Richtwertmieten heranzieht und diese 8% als Grundlage für die Preissteigerung nimmt, dann würde das den Gesamtinflationsbeitrag, das wäre ungefähr 0,1 bis 0,15 Prozentpunkte. Das wäre jetzt, also das wird die Inflation nicht sozusagen bekämpfen, aber es ist natürlich ein soziales Problem. Für diejenigen Haushalte mit niedrigen Einkommen, bei denen die Mieten dann so stark anziehen, für die wird es natürlich ein Problem. Immer öfter wird auch darüber spekuliert, dass Unternehmen die Teuerung nutzen, um auch Profite in den höheren Preisen unterzubringen, um ganz einfach mit der Inflation auch ein Geschäft zu machen. Sehen Sie das in Ihren Daten? Ist das tatsächlich so? Naja, es gibt schon Hinweise in diese Richtung. Also die Daten, die jetzt zur Verfügung stehen, die sind noch vorläufig. Die werden im Laufe des Jahres noch mehrfach revidiert, insbesondere die Preise, die sogenannten Deflatoren, die dieser Berechnung zugrunde liegen, werden am stärksten revidiert. Aber es gibt schon deutliche Anzeichen in manchen Sektoren. Das ist insbesondere die Energiewirtschaft. Das haben alle heuer gemerkt, dass sozusagen die Preise dort so stark gestiegen sind. Das hat sich dort auch bei den Gewinnen ausgewirkt. Aber auch die Bauwirtschaft und teilweise die Landwirtschaft zeigt sich, dass dort deutlichere Anstiege bei den sogenannten Bruttobetriebsüberschüssen zu verzeichnen sind. Das ist so eine Näherungsgröße für die Unternehmensgewinne. Kann da die Politik etwas dagegen unternehmen oder ist da die Bevölkerung einfach wehrlos, wenn Unternehmen die Preise einfach so steigern und die Inflation mitnehmen, um damit Gewinne zu machen? Naja, so im Nachhinein betrachtet, sozusagen für das letzte Jahr, kann man da nichts mehr wirklich machen. Aber in manchen Bereichen, also insbesondere in der E-Wirtschaft, da hat ja die öffentliche Hand einen sehr hohen Anteil, also sozusagen ist der größte Anteilseigner, zum Teil bis zu 75% sind da im Eigentum der öffentlichen Hand. Und da könnte wahrscheinlich der Eigentümer doch stärker einwirken auf diese ihnen gehörenden Unternehmen. Sagt WIFO-Experte Josef Baumgartner in einem Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Kommenden Sonntag finden nach Niederösterreich die Landtagswahlen nun in Kärnten statt. Nur zwei von Medien beauftragte Umfragen gab es vor der Wahl. Mit dementsprechender Vorsicht sind diese Zahlen zu genießen. Die SPÖ müsste demnach mit Verlusten rechnen, aber den Vierer vorne, den könnte man vielleicht halten. Auch der kleine Koalitionspartner von Landeshauptmann Peter Kaiser muss mit Verlusten rechnen. Traditionell stark sind in Kärnten die Freiheitlichen, aber Gerd Köfer, früher Team Stronach, könnte mit seinem nunmehrigen Team Kärnten stark zulegen. Für Grüne und Neos geht es um den Einzug in den Landtag, genauso wie für die Kleinparteien Vision Österreich und BFK. Heute haben die meisten Parteien ihre Schlusskundgebungen abgehalten. Zieleinlauf mit SPÖ-Spitzenkandidat Peter Kaiser heute in der Klagenfurter Innenstadt nach einem Wahlkampfmarathon. 48% haben Kaiser 2018 gewählt, jetzt muss er mit Verlusten rechnen und warnt vor einer Koalition alle gegen Kaiser. Dass sich so manche strategische, verfassungsmäßig korrekte, aber dem Willen der Bevölkerung nicht unbedingt widerspiegelnde Rechnerei, dass der Zweite mit dem Dritten und dem Fünften und dem Vierten gegen den Ersten gemeinsam Politik macht. Ein ehemaliger Mitstreiter könnte Stimmen kosten. Gerhard Köfer, nunmehr Team Kärnten, macht nicht nur SPÖ und Freiheitlichen Konkurrenz, sondern auch der ÖVP. Wir haben hier wirklich Historisches geschaffen. Vor der ÖVP zu liegen in Kärnten, das wäre natürlich für uns ein Traum und für die ÖVP wahrscheinlich der Supergau.
Die ÖVP kämpft gleich mit mehreren Handicaps. Zum einen mit dem angekratzten Image der Bundespartei, zum anderen geht Parteichef Martin Gruber als Juniorpartner in der Regierungskoalition mit der SPÖ in Kärnten etwas unter. Mein Ziel ist es als ÖVP mit einer gewissen Kraft aus dieser Wahlentscheidung hervorzutreten, doch zukünftig in der Kärntner Landesregierung vertreten sein zu können. Heftigen Rückenwind aus Wien gibt es dagegen für die Freiheitlichen in Person von Bundesparteichef Herbert Kickl, selbst Kärntner. Auch heute bei der Schlusskundgebung in Villach. Spitzenkandidat Erwin Angerer erinnert aber auch an einen anderen. Wir haben von Jörg Haider gelernt, wie man Politik macht. Mit Herz, Hirn und Hausverstand für die eigene Leid. Und das hat uns gelernt und das werden wir wieder machen. Mit euch gemeinsam am Sonntag. Für die Grünen geht es bei dieser Wahl um den Wiedereinzug in den Landtag und das mit dem Thema Klimawandel. Deshalb braucht es uns Grüne im Kärntner Landtag, denn wir wissen alle gemeinsam, der Landeshauptmann für die nächsten 5 Jahre steht fest. Was nicht feststeht, ist, ob es einen frischen Wind gibt und ob es eine Stimme für den Klimaschutz gibt. Ein hartes Pflaster ist Kärnten für die Neos. Der Einzug in den Landtag ist bislang nicht gelungen. Es wird Zeit, dass wir in Kärnten endlich die Neos im Landtag haben, damit es endlich diese starke Stimme für die Menschen gibt, die jeden Tag in der Früh aufstehen und ihre Leistung bringen. Es ist an der Zeit. In den Landtag will auch die aus Corona-Protesten entstandene Vision Österreich sowie das Bündnis für Kärnten. In einzelnen Wahlkreisen tritt auch noch die KPÖ an und die Liste Stark. Die Arbeit im Wald ist in Österreich hochgefährlich. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit zählte vergangenes Jahr 30 Tote bei privaten Forstarbeiten. Berufliche Unfälle werden nicht gezählt. Dabei klagen viele der oftmals rumänischen Waldarbeiter über schlechte Arbeitsbedingungen. Sie würden ausgebeutet und seien oft schlecht ausgerüstet, kritisieren Arbeitnehmervertreter. Im Gespräch mit Lisa Lind und Gregor Stuhlpfarrer erhebt ein Zeuge nun schwere Vorwürfe gegen ein Kärntner Forstunternehmen. Silian in Osttirol, Oktober 2021. In diesem Waldstück stirbt Julian Kesowan. Bei Schlägerungsarbeiten im steilen Gelände. Kurz darauf werden Vorwürfe der Familie laut, wonach die Sicherheitsvorkehrungen unzureichend gewesen sein sollen. Dies bestätigt nun auch ein Zeuge gegenüber der ZIB2. Viele haben mit solchen Stiefeln gearbeitet, was eigentlich nicht üblich ist, übrigens mit keinen festen Schuhen, solche Stiefel, Sicherheitswarschnee, aber bei Schnee haben die anderen gewohnt. Helm, Forsthelm haben mit einem Gehörschutz, hat keiner angehabt, so ganz normale gelbe Bauhelme, ganz stinknormale Helme, die aufgehoben. Der Zeuge möchte anonym bleiben. Er fürchtet, mit dem Unternehmen Lau, gegen das sich die Vorwürfe richten, Probleme zu bekommen. Doch ein ganz ähnlicher Vorwurf wurde schon einmal erhoben. Von Alexandru Kesowan, dem jüngeren Bruder des verunglückten Rumänen, der ebenfalls bei Lau beschäftigt war. Wir haben Kleidung bekommen, aber die war für die Arbeit, die wir geleistet haben, unzureichend. Wir waren trotzdem ungeschützt. Einen Helm mussten wir uns im Geschäft kaufen. Stiefel haben wir bekommen, aber die waren in einem sehr schlechten Zustand. Der Zeuge aus Silian ist Forstwirt. Er hat mit eigenen Augen gesehen, dass die rumänischen Arbeiter der Firma Lau keine Profis waren, dass sie mit den schwierigen Arbeiten überfordert wurden. Schlägern sollte man immer die Bäume niederschneiden von unten nach oben, dass drüber immer die gesunden Bäume stehen, dass eigentlich keine Gefahr ist. Aber sie haben natürlich einfach inmitten drin, in einem Loch, so gesagt, umgekehrt, an den Bäumen raus zu sein. Und oben ihnen sind eigentlich immer Bomben gelegen, wenn man es so will ausdrücken. Der Kollektivvertrag für Waldarbeiter schreibt einen Bruttostundenlohn von 10 Euro vor. Doch der Zeuge glaubt nicht, dass sich das mit dem von ihm beobachteten hohen Personalaufwand ausgegangen sein kann. Mir, wenn wir das gemacht hätten oder früher, aber das weiß ich, wo man solche Sachen macht, da sind 3 Leute, maximal 4 Leute. Das meiste waren da 7 Leute. 8 Leute waren auch. Also das kann nur auf Kosten von den Arbeiter gehen. Auch der Bruder des Verunglückten behauptete im ORF, dass es mit der Bezahlung Probleme gab. Wir haben das Geld nicht pünktlich erhalten und nicht so viel wie eigentlich ausgemacht. Auf eine Anfrage der ZIB2 lässt Lau-Geschäftsführer Herwig Kohler ausrichten, dass die Behörden den Unfall damals genau geprüft hätten.
Mittlerweile sei es zu einer Firmenübernahme gekommen. Und der neue Mehrheitseigentümer, die Haslacher Gruppe, wolle die Vorfälle aus dem Jahr 2021 nicht kommentieren, da es zu diesem Zeitpunkt noch keine Geschäftsbeziehung gegeben habe. Weitere Meldungen vom Tag haben wir jetzt noch für Sie. Anlässlich des 12. weltweiten Klimastreiks der Umweltbewegung Fridays for Future sind weltweit mehrere hunderttausend Menschen auf die Straße gegangen. In Österreich haben 30.000 für mehr Klimaschutz demonstriert, die meisten davon in Wien. Die Umstellung von der Bürgerkarte auf den elektronischen Identitätsnachweis verzögert sich laut einem Rechnungshofbericht bis Mitte 2023. Die Mängel liegen laut Prüfern im früher zuständigen Wirtschaftsressort, wo es wegen fehlender Finanzierung und Personal zu einem längeren Projektstopp gekommen sei. Der Friedensnobelpreisträger und Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation Vesna, Aless Bjaljatski, ist in Belarus zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Laut staatlicher Nachrichtenagentur wurde er des organisierten Schmuggels und der Finanzierung öffentlicher Unruhen schuldig gesprochen. Der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und der Privatklinikbetreiber Walter Grubmüller wurden vom Wiener Straflandesgericht rechtskräftig freigesprochen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ihre Berufung zurückgezogen. Das Gericht sah den Vorwurf des Gesetzeskaufs in Zusammenhang mit einer Wiener Privatklinik als nicht erwiesen an. Die Polizei hat 9 vermutlich gestohlene Bilder des mittlerweile verstorbenen Künstlers Hermann Nitsch sichergestellt. Der Hauptverdächtige, ein Ex-Mitarbeiter, der in den 2000er Jahren Garten- und Hilfsarbeiten verrichtet hat, sagt, er habe die Bilder vom Künstler geschenkt bekommen. Der Gesamtwert beträgt über 435.000 Euro. Nun folgende Wetterausblick ist eine regelrechte Achterbahn der Gefühle. Er beginnt mit dem Frühling und er endet mit dem Schnee. Die Zeichen für den nahenden Frühling mehren sich. Landauf, landab beginnt es zu blühen. Morgen werden sicher einige dazukommen. Im Osten und Süden ist es verbreitet sonnig, Frühnebel lichten sich. Die Wolken entlang der Nordalpen lockern tagsüber auf. Mit teils kräftigem Wind wird es ausgesprochen mild. Am Sonntag bringt Nordwestwind dann schon wieder kühlere Luft und im Norden und Osten auch einige Schauer. Teilweise schneit es bis in tiefe Lagen. Länger sonnig und am mildesten ist es im Süden. Damit müssen wir uns von allen verabschieden, die bei Dreisat mit dabei waren. Alles Liebe aus Wien. Morgen jährt sich zum 90. Mal eine Abstimmungspanne im österreichischen Parlament, die zum Rücktritt aller 3 Nationalratspräsidenten und darauf folgend zum Ende der Demokratie führen sollte. Denn der damalige Bundeskanzler Engelbert Dollfuß hat dieses Machtvakuum genutzt, um das Parlament auszuschalten. In einer neuen ORF-Dokumentation geht es aber nicht nur um den damaligen Staatsstreich. Umfragen zeigen, dass in Österreich immer mehr Menschen mit autoritären Einstellungen liebäugeln. Gut 10% der Bevölkerung sind für eine Diktatur auf Zeit. Mehr erfahren Sie jetzt gleich in Menschen und Mächte. Und in der ZIP3 diskutieren heute Florian Wagner von der letzten Generation und ÖVP-Nationalratsabgeordneter Nico Machetti über Klimapolitik und Klimaaktivismus ab 23.57 Uhr in ORF1. Das Team der Zeit im Bild 2 verabschiedet sich. Wir melden uns am Sonntag wieder, wenn wir den Wahlabend in Kärnten analysieren. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.